Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing. Ja, Teil 2 von meinem Underground-Einstieg. Bands. Ja, es ist ganz witzig. Wir hatten ja letzte Woche Ravage. Und jetzt haben wir Midwinter. Midwinter. Ich halte das hier mal kurz. Ich habe alle drei Releases. Kamen aus Düsseldorf und ich glaube auch ein bisschen Neues. Und gibt es auch nicht mehr. Haben sich wohl 98 gegründet, 2007 aufgelöst. Und haben, das ist jetzt bei Midwinter gar nicht so einfach, so eine Art Black Heavy Symphonic Metal gemacht. Ja, das ist eine wilde Mischung. Man kann es aber auch nicht unbedingt besser umschreiben. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Wie gesagt, 2007 aufgelöst, damals auch in zwei Konzerten in Düsseldorf und in Aachen, meine ich. Oder in Gladbach oder so. Ich war, glaube ich, bei dem bei Düsseldorf und haben die da zusammen gesehen mit einer aufstrebenden Band namens Grail Knights. Das war deren Abschiedskonzert, war ganz witzig. Ich habe die mehrfach gesehen. Die sind sehr eng verknüpft oder waren, glaube ich, sogar die Organisatoren der Neusser Metal Nacht. Dazu wollte ich vielleicht irgendwann mal noch ein eigenes Video machen. Und da habe ich die vor allem gesehen, ich glaube auch damals im Schimmis Pub, wer das noch kennt, in Krefeld im Oedinger Bahnhof war damals Schimmis Pub, ist heute ein Rattenloch. Da waren die auch unterwegs und genau, jetzt sprechen wir über Midwinter. Wie gesagt, Symphonic Black Heavy Metal. Es ist so, dass die Stimme sich an dem Black Metal orientiert. Dazu hast du aber nicht dieses oder so, ne, Marduk bla oder irgendwas, sondern eher das Gitarrenriffing orientiert sich eher dann doch an Heavy-Sachen. Und auch so, ja, ein bisschen episch. Und das Symphonic kommt halt durch ein sehr wohlwissend genutztes Keyboard, das vor allem immer so ein absolut episches Brett unter die Mucke legt. Und das war halt irgendwie Midwinter. Also kein Stil wie ein zweiter, würde ich sagen. Also man müsste irgendwie sagen, eine verrückte Fusion aus keine Ahnung, irgendwas Viking-mäßiges aus der Zeit, ein bisschen Dimmu Borgir und irgendwie die Epic von Iron Maiden oder so. Und bei Midwinter, dadurch, dass die so einen Stil haben, du konntest auch schon sehen, das war auch ein verrückt zusammengewürfelter Haufen. Also du hattest wirklich eine sehr große Band, wie gesagt, Gitarrist, Sänger, Bassist, Keyboarder, ne, waren viele, viele Leute unterwegs. Und ich fand damals sehr tragisch, dass sie sich aufgelöst haben, weil die mochte ich sehr. Die hatten halt einen echt coolen Stil, einen eigenen Stil, die klangen nicht wie jede andere Band. Und das Allerwichtigste, die hatten es auch drauf, Songs zu schreiben. Also die konnten wirklich Songs schreiben, die ins Ohr gingen, vor allem in ihrem Stil. Die haben damals auch ein bisschen so mit profitiert. Dieser gesamte Stil hat sehr mit dieser Viking-Zeit, die damals so richtig, richtig groß war, da sind die sehr mitgegangen. Ja, so ein bisschen Dimmu Borgir zwischen Enslaved vielleicht auch. Verrückter Stil auf jeden Fall. Und die haben so ein bisschen auch die Viking-Schiene mitgemacht. Das war vor allem auf dem Album, das war das, das, weiß ich nicht, 2006 ist das, glaube ich, rausgekommen bei Twilight. 2006er, genau. Das war wirklich, das habe ich damals gefeiert wie doof. Weil die da auch echte Hits drauf hatten. Also auf Troll and Thurs war ein geiler Song. Der Dragon Rock klingt ein bisschen strange eigentlich. Der Song war aber auch strange, weil der halt auch, ja, der war so epic, black'n'rollig irgendwie. Und das war eine geile Nummer. Dann Where Steel is Born war so ein richtig, richtig, ja, so ein, das war so ein epischer Viking-Song letztlich. Und auf dem Album haben sie auch noch ein absolut grandioses Ramones Pet Sematary Cover gemacht. Mit eigenem Stil, super fett. Und ich glaube, da ist auch bei der Band irrsinnig viel Qualität zusammengekommen. Also der Sänger Mordan hieß der, glaube ich. Hat auch gerne mal Cleaner was gemacht und hatte eine variantenreiche Stimme. Konnte aber auch immer so dieses im blackigen Stil, das hatte der drauf, dass man die Worte auch erkennen konnte. Also jetzt nicht völliges Kreischen gehabt. Sondern der hat dadurch auch vielleicht so eine Art Viking Nummer reingebracht. Pianist oder der Keyboarder war auch echt eine coole Socke irgendwie. Irgendwie so ein lustiger Bärchentyp. Und der hat, glaube ich, auch sehr viel beigetragen in der Band. Ich glaube, oder meine das zumindest im Nachhinein so bewerten zu können. Das war der letzte Release. Je früher man geht, desto rumpeliger wurden die auch. Astral Mirrors.
war das zweite Album von denen. Das war dann die EP Demo oder so, Loss of Light. Die war wirklich auch noch unterproduziert, düster, ein bisschen härter, rotziger. Hier hat sich dieser epische Stil schon mehr angedeutet. Hier fand ich immer das Cover hervorragend. Ein absolut geiles Cover. Wenn das ein bisschen, ja, so ein bisschen auch kitschiger ist. Aber absolut geile Sachen. Also Dying Vain war so ein Dying. Geiler Song. Golden Age war auch fett. Ist auch auf der EP drauf. Hab die ganzen Sachen natürlich jetzt nochmal gehört. Bin richtig nostalgisch geworden. Aber ja, die waren halt eng verbunden damals mit der Neusser Mettennacht. Ich glaube, die haben die halt wirklich mitorganisiert oder sogar alleine organisiert. Und wie gesagt, ich mochte gerade die Vielseitigkeit von denen. Es war in einer Zeit, wo ich auch sehr auf Black Metal aus war, als ich die so entdeckt habe. Und die hatten irgendwie die Spur Black Metal, waren aber auch zugänglich, auch ja, so ein bisschen auch Ton der Zeit, muss man sagen, haben sie auch irgendwie gehabt, weil die wirklich mit, ja, auch so diesem, vielleicht mit diesem epischen Viking-Touch, der halt auch in der Zeit einfach so aktuell war, sehr, ja, gespielt haben. Ne? Also die haben den auch für sich benutzt und das aber auf eine nicht klischeeartige Weise, sondern wirklich auch auf eine coole Weise. Und mir hat damals echt ein bisschen das Herz geblutet, dass sie sich aufgelöst haben. Und ich glaube, die Mitglieder, ein paar davon haben Gottkomplex noch irgendwas mitgemacht, die gibt es wohl auch nicht mehr. Aber ansonsten sind die alle ziemlich nach Versenkung verschwunden. Der, ich glaube, Andi hieß er, den habe ich nochmal in der Düsseldorfer Uni, als ich selbst da studiert habe, getroffen in einer Vorlesung. War immer ein netter Typ irgendwie. Ja, wie gesagt, der hing bei der Neusser Metal-Nacht drin. Und das ist eine Band, die habe ich wirklich, also die vermisst so. Wir haben beim Ravage, beim ersten Video, ne, Ravage, war so ein bisschen so, ach, ne, ist ja in der Versenkung verschwunden, weil man die Band irgendwann nicht mehr beobachtet hat. Hat man hier die Auflösung damals richtig mitbekommen. Ne? Wir waren auf dem Auflösungskonzert damals mit Grail Knights zusammen, als die noch richtige Strumpfhosen getragen haben und nicht durchprofessionalisiert und blabla waren, sondern einfach noch eine lustige, ja, gefühlt Studententruppe waren, mit einer fixen Idee, die einfach auch Melodes gemacht haben. Und ich finde auch damals auch die Wahl, das mit Grellner zusammen zu machen, die waren selbst Vorband bei ihrem Abschiedskonzert und Grellner war dann so der Headliner, der Große. Die hatten auch, und das hat man auch in der Neusser Metal-Nacht damals gemerkt, einen absoluten Draht zu Bands. Und ich glaube, die hatten auch wirklich auch einen Draht auch zum Musikstil, was sich verkauft. Ich glaube, hätten die den Weg weitergegangen, hätten sich so ein bisschen geguckt, was geht und was kommt an, hätten die echt eine große Band werden können. Das behaupte ich wirklich. Also die hatten auf dem Album, Between Wisdom and Lunacy, haben die wirklich ein paar richtige Hits rausgeballert. Ne? Also vor allem Dragon Rock und Where Steel is Born, das waren richtige Killer-Songs, aber wie gesagt, auf Troll and Cyrus, da waren wirklich, also das ganze Album ist ziemlich fett, ne? Und dann hat das auch dieses große Thema Between Wisdom, ... ist das Intro. Der 13. und letzte Song ist ... and Lunacy. Also da war auch ein Gedanke hinter. Und ja, ich weiß es nicht. Mir hat damals alles gefallen. Das war halt auch, ich meine, das war ein Konzept. Der Stil war, der war irgendwie eigen. Du hast gehört, dass es Midwinter war. Die konnten Songs schreiben, das können die im wenigsten. Ich glaube, da hätte noch richtig, richtig was passieren können, hätten sie sich nicht aufgelöst. Und wie gesagt, 2007 dann aufgelöst, ich war echt traurig ein bisschen, habe damals aber nochmal richtig zum Merch gegriffen. Also wie gesagt, ich habe alle drei Releases von denen, ich glaube, das sind auch alle, ich habe auch noch so ein Longsleeve, das ich gar nicht mehr so mega häufig trage, habe ich aber, glaube ich, schon mal hier in einem Video angehabt. Mit diesem Krise-Logo, mochte ich auch immer das Logo Midwinter. Ich finde, dass das auch gerade für deren Stil, finde ich, hat es einfach gut gepasst. Hinzu so ein Artwork, sensationelles Artwork, richtig geil, wo man auch so ein bisschen so, ja, deren Wurzeln hört. Hier hat man die ganzen Dudes und die Lady, die hat eine Gitarristin, Esther. Und wo du auch merkst, dass die irgendwie aus so einer Black-Metal-Schiene ein bisschen kommen. Und naja, das haben wir auch mit sowas verkörpert. Und das Album ist auch noch sehr Black-Metallisch. Klar, das Between Wisdom and Lunacy war ein bisschen weniger Black-Metal, ein bisschen symphonischer, ein bisschen melodischer. Und dadurch hatte es dann halt diesen Epic-Metal oder halt auch Viking-Touch.
Aber auch die alten Sachen sind grandios, weil die halt auch Songs schreiben konnten. Und gerade auch, ich meine, ich bin echt froh, dass ich sowas noch in meiner CD-Sammlung, meiner doch recht opulenten CD-Sammlung habe, weil das einfach ein cooles Zeitdokument ist. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, wie man die Sachen noch außerhalb von Discogs kriegt. Können wir vorstellen, die Between Wisdom and Lunacy ist deutlich einfacher zu bekommen als zum Beispiel die oder sogar die Demo. Aber ja, ich finde es halt, ja, es ist schade. Bei der Band ist es wirklich ein bisschen schade, dass es die nicht mehr gibt. Weil da hätte ruhig noch ein Album mehr und noch ein bisschen Entwicklung, die hätte ich noch gerne weiter betrachtet zu der Zeit. Während man zum Beispiel bei Ravage so ein bisschen aus den Augen gelassen hat, was ja auch okay ist, weil es dann nicht ganz so mein Stil war. Aber ja, also ich finde, dass es bei denen doch damals wirklich auch ein bisschen wehgetan hat. Und gerade deswegen muss Midwinter hier natürlich auch für mich vorkommen, weil, ja, war eine geile Band. War einfach eine richtig, richtig fette Band. Jetzt lasst mich von euch wissen, mein Gott, lasst mich wissen, habt ihr Midwinter noch kennengelernt oder gehört damals im Underground hier in der Gegend? Die waren ja auch sehr umtriebig auf vielen Sachen, auf vielen Konzerten zugegen, plus natürlich, dass sie Neues, die Metal-Nacht selbst irgendwie organisiert haben und sich da natürlich auch ab und zu die Plattform genutzt haben, um aufzutreten, was ja klar ist. Und habt ihr noch Erinnerungen daran? Kennt ihr Midwinter noch? Was habt ihr damals von Midwinter gehalten? Und ja, fandet ihr es auch schade, dass sie sich aufgelöst haben? Also ganz im Ernst, ich fand es damals wirklich schade. Und das wäre auch so eine Band, wenn die so aus so einem völligen Gaga-Ding wieder in Underground zurückkommen, sich wieder zusammentun. Ich glaube, das wird niemals passieren, aber das fände ich dann doch witzig. Das würde ich mir auch angucken. Und ansonsten, wenn ihr die nicht kennt, hört mal rein. Lasst mich wissen, wie ihr es findet. Und vielleicht könnte ich euch nochmal so ein altes Juwel empfehlen, mit doch einem sehr verrückten eigenen Stil. Also hört mal rein, lasst mich wissen, wie ihr es findet und lasst mich eure Geschichten bezüglich Midwinter wissen. Ist auf jeden Fall eine Band, die definitiv bei mir einen ganz großen Anteil am Underground-Einstieg hatte. Und deswegen die zweite Band jetzt hier, Midwinter, abgehakt sozusagen. Hört rein, lasst mich wissen, schreibt drunter, abonniert mich und so weiter wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.